Die Meere der Welt werden von einer Kreatur beherrscht, die Jahrmillionen der Evolution ohne Veränderungen überlebt hat. Eine gefühllose Bestie ohne Verstand. Sie lebt, um zu töten. Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine. Sie greift jeden und jedes an und verschlingt alles, was sich bewegt. Es ist, als hätte Gott den Teufel in dieser Gestalt erschaffen und ihm einen Rachen gegeben. Erleben Sie Universals atemberaubende Verfilmung von Peter Benchleys Bestseller Jaws. Der weiße Hai. Erst jetzt habe ich gehört, dass es letzte Woche schon eine Tote gegeben hat. Und Sie haben es gewusst. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Und Sie wussten, dass er gefährlich ist. Aber Sie haben die Menschen schwimmen und baden lassen. Das ist doch eine psychologische Frage. Schreien Sie Barracudas, dann werden Sie sagen, ha? Was? Schreien Sie Haie, dann haben wir am 4. Juli eine handfeste Panik. Es ist wahr, dass die meisten Menschen, die von Haien angegriffen wurden, sich nur in einem Meter Wassertiefe befanden und nur 3 Meter vom Ufer entfernt? Ja. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor. Eine reine Fressmaschine. Die Strände schließen, damit ist es nicht getan. Wir müssen jemand anheuern, der uns den Hai tötet. Übler Bursche, aber ich fange ihn und bring ihn um. Hast du nicht gehört, dass dein Vater gesagt hat, du sollst rauskommen? Dieser Hai beansprucht einen ganz. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Das ist ein 6-Meter-Bursche. Über 7. 3 Tonnen gebe ich dem. Na los doch, Mann, er kommt direkt auf uns zu. Sind Sie eingeschlafen? Warten Sie nicht auf mich. Jetzt! Schieß! Sie nicht ein, Brody! Packen Sie doch auf, Mann! Oh! Schnell, Hooper, die Leine los! Ihr spielt verrückt! Ihr habt zu viel Spannung! Der pumpt uns das ganze Boot voll Wasser! Es hat keinen Zweck, Quint! Bitte verlassen Sie das Wasser und kommen Sie so schnell wie möglich an Land! Die schwärzeste Fantasie reicht nicht aus, um sich die Bösartigkeit vorzustellen, die in diesem Film Gestalt annimmt. Die Gestalt eines weißen Hais. Roy Scheider. Robert Shaw. Richard Dreyfuss in Der weiße Hai. Sehen Sie sich diesen Film an, bevor Sie schwimmen gehen.